Der Wald, der Verrückte macht. Richtiger George Michael-Fan. Ja, auf jeden Fall. War das Faith, war das von George Michael alleine oder war das noch von Wham? Ich glaube, das war von ihm alleine schon. Ich meine auch. So lonely, genauso wie Careless Whisper. Das ist nicht der optimale Song, wenn man der Frau, wenn man der sexy Abenteurerin begegnet. Da gibt es Wenn dann man eigentlich im ein. Wald eine große Faust auf die Gegner regnen lässt. Ja, da funktioniert eigentlich nur Dreamweaver. Dreamweaver, das HTML-Programm. Bitte? Das Coding-Programm. Dreamweaver. Nee, ich meine den Song von Gary Norris oder wie hieß der jetzt noch? Gary irgendwas. Gary von Pokémon. Dreads erreicht Level 29. Das ist fast Level 30. Ja, ich bin jetzt dann bald auch auf Level 29. So, Mann, wo ist denn jetzt hier der? Ach, da ist der nächste. Der nächste Kobold. Garth, ich bin der Kobold. Ich bin der Kobold, Garth. Möchtest du vielleicht nach Irland, weil ich der Kobold bin? Begreift, denke ich immer an Wayne's World. Ja, diese Szene ist auch aus Ach so. Wayne's Schwing. Hey, was machen wir hier eigentlich? Wir haben Backstage-Pässe für Alice Cooper. Sind unwürdig. Und der Mann hat keinen Penis. Ist ja auch Alice. Eine meiner Lieblingsszenen da, wo er da irgend so ein Spielhallenbesitzer interviewte er dort und dann fragte er ihn was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pac-Man und Mrs. Pac-Man und dann schreibt er da auf seine Moderationskarte drauf, der Mann hat keinen Penis und dreht das dann zur Kamera Jetzt soll ja angeblich ein neuer Film rauskommen von Bill und Ted. Ja, das ist schon, ich glaube, seit irgendwie 5, 6 Jahren in Planung. So. Aber es gibt jetzt auch ein Datum, wann er ins Kino kommt. Oder eher ein nicht direkten Datum, aber Sommer Ungefähr 2020. so, genau, ja. Voll gespannt, ob sie halt, wie sie es umsetzen. Weil ich meine, wie lange ist das her? Bald 30 Jahre, oder? Ja, der zweite Teil war, glaube ich, von 91 und der erste 89 oder 90. Die Filme kenne ich auch nur, weil meine Schwester die immer mit mir gemeinsam angesehen hat. Okay, Hoshi. Okay, Hoshi, alle volle Kanne oder alles? Nein, Nee, volle Kanne. volle Kanne. Das hat meine Schwester nicht so oft gesagt früher. Volle Kanne, Hoshi. Und dann spielen sie gegen den Tod. Er sagt, Das war so geil. es hat noch nie einer gewonnen, weil er immer die Regeln ändert. Wo sie dann Twister spielen. Also wirklich so verrückt. Der Film. War das jetzt dort, wo ich hergekommen bin? Sind Sie da Ja. nicht auch ins Jenseits gegangen? Ja, das ist ja da. Um aus dem Jenseits wieder rauszukommen, müssen sie Ah, mit dem ja, Tod spielen. genau. Das war aber der zweite Teil, oder? Ja, das war der zweite Teil. Der erste Aha. war, wo sie die ganzen Zeitreisen machen. Geschichtsdudes holen für ihr Geschichtsprojekt. Genau, Mit Bill und Ted. Sokrate. Verrückte Reise durch die Zeit.
Ich bin sicher, Colonel Mustard starb in dem Arbeitszimmer mit an einem Kerzenleuchter. Schade, Tod, du hast verloren. Es war Professor Plum. Ich sagte doch, Plum, ist nicht drin, sie haben Mustard gesagt. Ist nicht drin, Mann. Ohne gefunden, sehr gut. Dann, wo sie dann in der Hölle da sind mit dem, mit diesem, Militärfuzzi da. Oh, ja, ja, ja. Boah, das ist so lange her, warum weiß ich das noch? Ihr schwuchteln Schweinepriester Blödschwänze, ihr seid nicht stark, ihr seid Arschficker. Ihr seid Arschficker. Der Osterkorb, na na na. Du hast doch die Leute. Die Leute, also mein ehemaliger Arbeitskollege hat mich verurteilt, weil ich Forrest Gump nie ganz gesehen habe. Das würde ich aber auch tun. Aber Wetten, ihr kennt Bill und Ted nicht. Das ist viel wichtiger. Ja. Ja, der hat keine Ahnung, was gut ist. Ich habe den zweiten Teil auch viel, viel öfter gesehen. Ich glaube, ich auch. Da blieb mir irgendwie viel mehr in Erinnerung, auch mit dem Tod und wie er halt sie die ganze Zeit verfolgt. Mit dem fährt er nicht dann auch einfach mit einem Auto durch die Gegend? Ja. Ob du ein König bist oder ein kleiner Mann, früher oder später tanzt du mit dem Sensenmann. Genau. Ah, und da spielt ja auch hier der Gitarrist von einer meiner Lieblingsbands, hat ganz am Anfang einen Cameo-Auftritt. Und wer ist das? Von Faith No More, hätte ich fast gesagt, Jim Morrison. Nee, jetzt fällt mir echt gerade der Nachname von ihm nicht mehr ein. Der Gary? Nee. Heute fällt dir gar kein Name ein. James Martin. Meine Fresse. James Martin von Faith No More. Ist der Typ am Anfang mit dem langen schwarzen Bart. Okay, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das ist ja ganz am Anfang, wo die da noch in dieser, hier mit dem Rufus da in diesem Unterricht da sind. Dann kommt noch dieser Denomolos da macht da irgendwie alles platt und dann sagt James Martin dann noch so ein Riesen-Nierni. Das ist sein einziger Satz in dem ganzen Film. Das Merkwürdige ist, in der englischen Version heißt der volle Kanne und jedes Mal, wenn die volle Kanne sagen, sagen die Station. Station? Ja. Also auch dieser Wissenschaftler da, der heißt ja auch volle Kanne, der diese Roboter baut. Und der heißt im Englischen Station. Das heißt, sagen sie dann Station Hoshi, oder? Nee, die sagen ja nicht Hoshi, die sagen ja Dude. Ach so, okay. Das ist ja nur eingedeutscht worden in dem Wort Hoshi. Ja. Das hat mich dann später immer voll verwirrt, weil Hoshi heißt ja auf Japanisch Stern. Ah nein, nicht Stern, oder schon? Oh ja, ich glaube, das heißt Stern. Ich bin immer so, hä, was? Gut gemacht, junger Held. Dank dir hat das Königreich wieder Hoffnung. Wir können von vorne beginnen. Ja, erstmal hier Frühlingsputz. Frühjahrsputz. Ja, danke. Frühlingsputz. Hoshi. Jo, Mann. Mehr hat sie nicht zu sagen. Ja, warum sind wir überhaupt hergekommen? Dann hören wir uns mal wieder diese geile Musik an. Gernstein. Oh nein, bitte nicht. Oh, eine Rakete. Ah, ich glaube, jetzt kriegen wir das Fluggerät, ne? Oh mein Gott. Sei gegrüßt, Tritz. Sanfte Grüße, Bürger. Hi, ein cooles Teil hast du da. Darf ich das auch zu Schrott fliegen? Diese Erfindung hat es mir ermöglicht, viele andere Länder zu sehen. Das ist abgefahren, Opa. Grandpa. Wir haben auch schon einiges gesehen.
Aber eigentlich wollen wir nur die Raumstation erreichen. Es wird mit dem Ding ein bisschen schwierig sein. Wir wollen nämlich heim. Well, I'm not going home. Sieht eher aus wie etwas, was die Flintstones fahren würden. Ja. Diese Tretmobile. Ja, mit diesem Steinrad vorne. Ah, Mann, das erinnert mich an Mitte der 90er, wo ich mit meinem besten Kumpel ins Kino gegangen bin und wir haben diesen Flintstones-Film mit echten Schauspielern geguckt. Mit Halle Berry? Und John Goodman. Ja, der war schon cool. Ja, und natürlich Trash, hier Rick Moranis, Lord Helmchen. Ja, das ist immer gut, wenn der irgendwo mitgespielt hat. Ja. So, Lord Helmchen und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ich habe die Kinder schon wieder geschrumpft oder irgendwie so heißt das. Nee, ich glaube, das ist Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Ja, irgendwie so. Ja, und Ghostbusters natürlich. Ghostbusters, genau, der Schlüsselmeister. Ja. Und der Türwächter. Torwächter. Irgendwie so. Ray? Er war ja, glaube ich, der Schlüsselmeister. Ray, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du gefälligst ja! Achso. Aha! Ich verstehe. Ich glaube, da kann ich euch weiterhelfen. Nun, da der Raumgleiter erprobt ist, könnte ich ihn euch überlassen. Hell yeah! Ich könnte euch ins All schießen. Oh nein, bitte nein. Bitte nicht. Nein, tu's nicht. Nein. Das ist ganz schlecht. Allerdings gibt es da etwas, das ich brauche. Ja, unsere Hilfe. Vor kurzem erst brach der Vulkan nördlich von hier aus. Ich weiß, wir waren da. Wir waren drin. Wir waren drin, ja. Wir sind immer überall drin. Dann musst du auch die Maschine im Krater gesehen haben. Yep. Ich sah einige Teile von ihr, als ich darüber geflogen bin. Zwei Teile der Maschine brauche ich für meine Neuerfindung. Oje. Ein Ventil und ein Wagenrad. Alles klar, Alter. Ist das Mans oder? Achso, ja. Ich glaube ja. Und wir brauchen etwas, das Energie erzeugt. Und einfach ein Laufband laufen lassen. Als die Statue in der Stadt im Osten explodierte, da waren zwei Juwelen daran schuld. Das waren die Augen der Hundestatue. Ja, wir wissen alles. Wir waren an allem schuld. Ja. Gut, du weißt genau, was ich suche. Wenn es dir gelingt, mir all diese Dinge zu bringen, wäre es kein Problem mehr, euch ins All zu schießen. Schicken, nicht schießen. Ich stelle euch meinen Fluttergeier. Ein Fluttergleiter zur Verfügung. Der Fluttergeier. Der Fluttergeier. Von Gorillas Assistent. Cool. Er kann in jeder der Feuergruben landen. In jede der Feueraugen. Ihr müsst nur auf die Lichtsignale achten. Okay. Und ist doch ein Dschungeldorf, oder? Bitte? Ist nicht eine davon im Dschungeldorf, ja, das das Feuerauge angefacht hat? Da müssen wir auch hin. Oh yeah. Ihr findet mich in meinem Labor, wenn ihr alle Teile habt. Danach wird es einfach sein, die Teile zu integrieren. Ja, sicher. Mach du nur immer den einfachen Job. Hm. Na gut, dann wollen wir mal. So, gab's nicht. Ach doch, ich wollte gerade sagen, irgendwo gab's doch eine Karte. Ah.
Oh yeah. Welcome to the jungle. Ach, unser Hühnchen. Brauchen wir die Waffe noch nicht mal bis 100% aufladen können. Alles hier kurz und klein, Horne. Ja. Vielleicht kannst du den neuen Speer jetzt ein bisschen aufleveln. Ja. Ey, aber wir wollen ja nochmal die nackte Zora besuchen, ne? Wer ist nackte Zora nochmal? Goggles, komm, wir müssen zu Feuerauge. Wenn sie noch lebt. Oh mein Gott, durch die nochmal gesprochen. Hi Dreads, du siehst geschafft aus. Ach was. Woher weißt du das? Ich habe gerochen. Genau. Du hast schon 10 Wochen nicht geduscht. Bist aber erst seit 2 Tagen da. Schlauer Bär hat dich auf dem Rücken eines großen Vogels fliegen sehen. Der ist auch ein gerauchter schlauer Bär. Nun, dieser Vogel nennt sich Flugzeug. Mein Freund Dr. Gallenstein hat es gebaut. Aha! Sie sollte doch wissen, was ein Flugzeug... Achso, sie hat es ja nicht selbst gesehen, na gut. Sie hat ja irgendwie gesagt, sie ist seit 30 Jahren hier oder so, und dann hat sie wahrscheinlich auch jetzt nur noch die Intelligenz eines Neandertalers. Okay. Ja, wie wir wissen, 30 Jahre vor den 80er Jahren war noch die Steinzeit. Ja. Kennst du noch andere Menschen in dieser Welt? Und ob. Und zwei von ihnen sind auch aus Groß-Ostheim. Hector und Gorilla. Das ist ja ein Ding. Ich kenne die beiden. Sie waren Teil des Experiments. Vor allem der Gorilla. Der einzige... Oh, das ist klein geschrieben, aber es sollte groß geschrieben sein. Oder? Was? Das einzige sollte doch eigentlich groß geschrieben sein. Ja, könnte sein. Der einzige, der verschwunden ist, ist mein Großvater. Gott beschütze ihn. Du meinst, weil sich das einzige auf eine Person bezieht, ne? erste Stufe Grammatik, ich halte mit. Yeah. Wahrscheinlich ist er in dieser seltsamen Raumstation. Dr. Gallenstein wird mir helfen, mich und Goggles dorthin zu bringen. Vielleicht ist das der einzige Weg, um nach Groß-Ostheim zurückzukommen. Zunächst muss ich die Gegenstände finden, die Gallenstein braucht, um mich ins All zu schicken. Und das wäre? Zwei der Gegenstände sind Teil einer Maschine, die im Vulkanzentrum tätig war. Boah, da verwendet er aber ziemlich schlaue Worte gerade. Ja. Überrascht. Was meinst du? Dein Vulkanausbruch ist eine Menge Zeug in der Käfersteppe gelandet. Nein, bitte nicht, du auch schon wieder. Doch, wir müssen da hin und wir haben dann einen recycelten Boss. Genau am selben Ort. Schau dich dort einmal um. Danke für den Hinweis. Übrigens, bei diesem Experiment war noch jemand außer dir, Hector, Gorilla und deinem Großvater anwesend? Irgendjemand verursacht hier große Probleme. Und dieser jemand hat anscheinend etwas mit dem Experiment zu tun. Eine interessante Theorie. Das ist keine Theorie, das ist Fakt, Bitch. Aber da war sonst keiner, außer dem Butler. Du. Aber der war nur ein Roboter, der zum Reinigen des Labors programmiert war. Mega Man Super Fighting Robot. Mega Man Super Fighting Robot. Nun, in der Raumstation werden wir der Sache wohl auf die Spur kommen. Und das wird Toast essen. Du
Viel hast Glück. Du gerade gegessen? Lass mich wissen, wenn du einen Weg zurückgefunden hast. Schnüff.